Hey da, meine Freunde, und willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Ja, wir hatten in der letzten Folge uns mit einem Adligen gebiked und von einem Herr Hauptmann Bernhard kämpfen gelernt, nicht unbedingt in der gleichen Reihenfolge. Können wir noch ein bisschen üben, Bernhard? Geht das? Ein bisschen? Wie kann ich helfen? Nö. Na toll. Jetzt geht's Arbeitsleben wieder los. Es war spaßig. Ich habe ganz klar festgestellt, kämpfen kann ich nicht. Allerdings haben wir auch ganz viele Sachen gelernt. Ja, wir sind stärker geworden. Eine wichtige Eigenschaft. Was können wir denn da Neues lernen? Bollwerk. Schildblocken kostet weniger Ausdauer. Das wäre vielleicht eine ganz gute Investition. Fester Griff. Deine Chance, den Gegner in Umklammerung zu überwältigen, ist um 40% erhöht. Eng umschlossen. Die Ausdauerregeneration ist im Kampf nicht verlangsamt, selbst wenn die wenn beim Ausholen mit der Waffe. Und Wildschwein, du kannst die Gesundheit und Ausdauer des Gegners schwächen, indem du ihn anspurtend anrempelst. Ja, die Auswirkungen sind stärker, je schwerer die Rüstung. Ich glaube, ich nehme dieses Ausdauerregenerieren, weil wir haben die ganze Zeit schon ziemlich gekeucht. Und wir haben keinen Schild. Also jedenfalls keinen, den wir ordentlich erworben hatten. Von daher macht das schon, glaube ich, Sinn. Und wir sind Schwertkampfmeister. Stumpfer Schlag für Kurzschwerter, Jagdschwerter und Säbel. Zustechen, zuschlagen, zuschlagen. Also pieksen, links, oben, rechts, unten. Stich auf das Gesicht des Gegners. Ein. Anstatt einen angedeuteten Angriff von rechts durchzuführen und den Gegner zu überrumpeln, dreh anschließend deine Waffe um die deines Gegners und schlage schnell mit dem stumpfen Ende auf ihn ein. Falls du einen Schild hast, schlag mit dessen Kante zu. Und das andere ist Zornhau. Das wäre Langschwert. Zuschlagen, zuschlagen, zustechen. Pariere den Angriff des Gegners mit einem schnellen Zornhau aus der Ausgangsstellung Ochs heraus. Was? Was ist Ochs? Egal. Von deiner linken Schulter zur Seite und stoße die Schwertspitze direkt zur Brust des Gegners. Also eines der beiden können wir lernen. Was würde denn mehr Sinn machen? Sollen wir uns auf Kurzschwerter, Jagdschwerter und Säbel einigen? Leichte Bewaffnung, schnelle Waffen im Gegensatz zu großen Langschwertern. Ich glaube, stumpfe. Ja, komm, wir nehmen den stumpfen Schlag, stechen links, rechts. Ja, ich probiere es. Vielleicht kann ich die anderen später auch noch lernen. Wer weiß. So, sehr schön. Wir sind jetzt stärker. Wir können jetzt mal wieder zurücksprinten. Puh. Naja, Ausdauertraining für Heinrich. Hans war der andere. Jetzt bin ich schon völlig verwirrt. So, stell mal noch einen Schluck aus dem Bottich. Die großen Schweißperlen damit verdünnen. Pferd. Ja, das habe ich gesehen, aber wem ist das? Kann ich es mitnehmen? Nein, scheinbar nicht. Na gut. Ich müsste zum Schneider erstmal, um unsere Ausrüstung zu reparieren. Ach ja, und wir wollten ja zum Wildhüter. Ich glaube, der Wildhüter war da bei dem Stern. Hoffe ich zumindest. Schmiedelehrling. Du siehst so wildhütermäßig aus. Bist ein Wildhüter. Lauf nicht weg, wenn ich mit dir rede. Danke. Gelobt sei Jesus Christus. Gibt es hier Arbeit für mich? Gibt es hier zufällig Arbeit für mich? Kommt drauf an. Wie ist dein Gehör? Was? Ich sagte, wie ist dein Gehör? Perfekt, du brauchst mich nicht anzubrüllen.
Warum fragst du denn? Weil es da eine Kleinigkeit zu tun gibt. Aber ich brauche jemanden, der die Gegend kennt und besonders gut hört. Das trifft auf mich zu. Das sollte ich hinbekommen. Also gut. Mein Freund ist Vogelfänger und er hat mir ein paar seltene Nachtigallen zur Verwahrung überlassen. Sie sind gute Handelsware. Reiche Männer halten sie in ihren Kammern im Käfigen, besänftigen damit ihre Frauen, wenn sie saufen und herumhuren gehen. Verstehe. Das Problem ist, dass die Nachtigallen fort sind. Ich weiß nicht wie, aber die Vögel sind ausgeflogen. Ein Jammer. Und du willst, dass ich sie finde? Warte mal, du verlangst doch sicher nicht von mir, auf der Suche nach Vögeln im Wald herumzuflattern. Nein, das nicht. Zum Glück sind ihre Schwingen gestutzt, also können sie nicht weit sein. Die Turmwache meinte, sie flogen Richtung Vranik. Ich habe hier Fallen. Damit solltest du sie leicht fangen können. Gut, aber woher weiß ich, wo ich die Fallen aufstellen soll? Angeblich mögen sie Kiefern. Und bei Vranik gibt es einen Hügel voller Kiefern. Da stehen eine Menge Kiefern. Deshalb sollst du ja lauschen. Nachtigallen haben einen unverwechselbaren Gesang. Wenn du in der Nähe eine hörst, legst du an der Stelle eine Falle aus. Sie haben andauernd gezwitschert, während sie hier waren. Ich erinnere mich an die Melodien. Ich singe sie dir vor. Kann's kaum erwarten. Die Melodie geht etwa so. Was? Und sowas halten sich die Leute zu Hause? Das klingt wie eine Katze, der man am Schwanz zieht. Du weißt doch, wie es ist. Die feinen Leute sind eben seltsam. Kannst du dir die Melodie merken? Ja, ich will die nicht nochmal hören. Ich habe die Melodie jetzt wirklich im Kopf. Hab's mir gemerkt. Gut, hier sind die Fallen. Vergiss nicht, sobald du eine Nachtigall hörst, lege in der Nähe eine Falle aus. Nach einer Weile sollte sie hineintappen. Wird gemacht. Ich kann üben. Üben klingt gut. Jagen üben? Ja, wir können es ja mal üben. Wir müssen es ja nicht tun. Ich wäre gerne ein besserer Jäger. Selbstverständlich. Okay, nehmen wir die Anfänger. Ich möchte die Grundlagen festigen. Gut, aber nur gegen Silber. 60, na komm, da feilschen wir doch erstmal. Ist das nicht etwas viel? Wie wär's mit 54? Einverstanden. 10% Rabatt. Nur ein wenig mehr und wir kommen ins Geschäft. 55? Mein letztes Angebot. Nur ein wenig mehr und wir kommen ins Geschäft. 56. Einverstanden. Hör gut zu. Großartig. Jagd verbessert. Dankeschön. Also, kann er mich noch mehr verbessern? Noch mehr Grundlagen üben? Üben? Jagen? Ich wäre gerne ein besserer Jäger. Selbstverständlich. Nee, ich kann keine Grundlagen üben. Stufe 5. Erfordert Stufe 5. Habe ich Stufe 5? Ich glaube nicht. Ich möchte über die Grundlagen hinaus. Willst du nicht zuerst die Grundlagen erlernen? Ah, okay. Ich denke darüber nach. Also muss man es wirklich richtig üben, bevor man weiter üben darf bei ihnen. Lass uns doch mal handeln. Kunst des Aufbrechens. Hab ich das Buch vielleicht schon? Nö, ich mag Bücher. Komm, gib mir mal das Buch her. Eschenlangbogen, den hätte ich gerne. Kraft, Kraft 74, das ist also ordentlich. Oh, da, Eibenlangbogen. Noch besser, Kraft 77. Und eine Schatzkarte. Da muss ich jetzt gucken. Habe ich die Was für eine Karte war das? 10, 15, 17. 17 habe ich noch nicht. Ich mag Schatzkarten. Ich weiß, ich bin da ziemlich unbeholfen und habe einfach noch gar nichts gefunden, aber es sind Schatzkarten. Wer steht nicht auf Schatzkarten? Schatzkarten sind toll. Wenn man dann auch noch Schätze findet, dann ist das super. Lasst mich überlegen. Habe ich irgendwas, was ich loswerden kann und was er mir ab... Ich könnte den Bogen hier verkaufen, weil der scheint nicht mehr im
Andererseits, ich könnte es auch lassen mit dem Verkaufen, weil die Preise sind bestenfalls unter aller Sau. Nö, also ich kaufe dem das Zeug so ab. Lass uns über den Preis sprechen. Warum nicht? Ich werde freundlich mit ihm handeln und ihm sagen, 250 ist genug. Wie wär's damit? Komm schon, ein bisschen mehr und wir sind im Geschäft. Na gut, 260. Ja. Ja. Diese Summe lasse ich mich überreden. So gehört sich das. Jetzt ist er mein bester Freund und ich habe ein neues Buch. Yay! Ich muss nur noch lesen lernen. Und irgendjemand, finde ich, mir das beibringt. Der Schneider hockt hier rum, anstatt... Ja, das heißt, ich kann also meine Klamotten auch nicht reparieren lassen. Vielen Dank, Herr Schneider. Du bist ein normaler Bürger. So, Schlussfolgerung. Was machen wir als nächstes? Wir können unsere Sachen nicht verkaufen, weil es Diebesgut ist. Also Leuten sollten wir auf jeden Fall aus dem Weg gehen. Zum Vogt möchte ich eigentlich noch nicht. Ich habe eine ganz tolle Idee. Wir gehen erstmal nochmal zurück zu Müller. Überschlafen die ganze Geschichte noch, die wir hier jetzt anstehen haben. Gönnen uns ein wenig Ruhe. Und morgen früh gehen wir auf Vogeljagd. So viel Zeit muss sein. Ich glaube, das klingt nach einem sehr, sehr guten Plan. Und wenn wir dann die Vögel haben, uns der Weidmann etwas mehr mag, vielleicht gibt er uns noch bessere Preise. Schließlich ist er dann ja von uns überzeugt, weil wir gute Arbeit leisten. Das könnte eine Mechanik sein, ne, hier in dem Spiel. Also, ich hoffe, dass es sowas gibt. Das wird dem Ganzen noch ein bisschen mehr Tiefe verleihen. Ich sollte das Diebesgut definitiv aus der Tasche holen. Weil, solange ich es nicht verkaufen kann, bringt es mir nichts. Vielleicht kann ich ja beim Müller nach dem Schlafen auch nochmal was verhökern. Vielleicht hat er dann das andere Zeug schon verkauft und nochmal Geld für mich übrig. Vielleicht hat er es aber auch jetzt schon. Mein Gott, was ist dir zugestoßen? Du siehst aus, als wärst du überfallen worden. Ja, Hauptmann Bernhard hat mich überfallen. Kann ich dich was fragen? Kann ich was fragen? Gibt es anscheinend noch Sachen, die ich nicht gefragt habe, zum Beispiel... Wie ist der hiesige Herr so? Wie ist der Herr hier so? Herr Hanusch? Er behandelt seine Leute gut, aber er ist ein Raubein. So wie die Dinge laufen, wird's mich nicht wundern, wenn er und seine Männer ein paar Ärsche versohlen. Was hältst du vom Herr Capon? Wie ist Herr Hans Capon so? Ach, ein verwöhnter Stenz. Herr Hanusch muss versuchen, ihm etwas Vernunft einzubläuen. Andernfalls graut's mir davor, was aus Rattay wird, wenn er herrscht. Weißt du etwas über den Hauptmann? Kennst du Herrn Bernhard, den Hauptmann Rattays? Griesgrämig, aber gerecht, würde ich sagen. Naja, bis jetzt zu uns noch nicht. Was ist mit den Skarlitzern? Was ist mit den Skarlitzern? Gott schickte sie als Strafe für unsere Sünden. Sie arbeiten nicht, sondern faulenzen nur und betteln. Und man muss ein gutes Auge auf seine Habe werfen. Hoffentlich sehe ich bald nur noch ihre Kehrseite. Ja, sagt derjenige hier. Was hältst du von den jüngsten Ereignissen? Was hältst du von all dem, was sich ereignet hat? Mich kümmert sonst nicht, was die hochwohlen Herren tun. Aber dieser Schlamassel ist schlecht fürs Geschäft. Die zwei Brüder da sollten die Sache unter sich klären, ohne uns mit reinzureiten. Mir ist es Schnurzpiep egal, wer König ist. Aber dieser ungarische Eindringling geht zu weit. Okay, hast du etwas über diese Kumanen gehört? Weißt du irgendetwas über die Kumanen? Den heidnischen Abschaum, den Sigismund angeschleppt hat? Was fragst du? Hast ja mit eigenen Augen gesehen, wozu die fähig sind. Gut, das ist erstmal alles. Das wäre alles. Erzähl mir doch etwas über die anderen Müller hier. Kannst du mir etwas über die anderen Müller hier sagen?
Es gibt ein paar, die demselben Handwerk wie ich nachgehen. Wojcik in Kohelnitz und Simon in Sasau. Okay, dann erzähl mir doch was über Wojcik. Erzähl mir von Wojcik. Der ist ein junger Hitzkopf, aber wenn man ihn erst mal kennt, ist er kein übler Kerl. Sein Herz hat er am rechten Fleck und er ist immer hilfsbereit, wenn man ihn nicht reizt. Leider hat er einen Zwist mit diesem Wucherer, dem Händler Wolfram Bruder. Ist ein schleimiger Auswurf, das sag ich dir. Und jetzt sind sie Erzfeinde. Ah ja, das heißt, vielleicht können wir irgendwann mal hier für ihn diesen Herrn Bruder über die Klinge springen lassen oder irgend so ein Unsinn. Simon aus Sasau, was ist der denn für ein Typ? Was ist Simon aus Sasau für einer? Das ist ein komischer Kauz. Ein Eigenbrötler, der kaum das Maul aufkriegt. Aber er ist verbissen wie ein Bluthund. Wenn der erstmal Beute wittert, lässt er nicht mehr locker, selbst wenn er dabei über Leichen gehen muss. Alles klar. Erzähl mir doch mal was von dir. Erzähl mir ein wenig von dir. Da gibt's nicht viel zu sagen. Ich wurde in der Mühle geboren und ich werde hier auch sterben. Aber vorher muss ich schuften und hoffen, dass mal wieder Frieden im Land einkehrt. Na, prima. Nicht sehr auskunftsfreudig. Ja, ich möchte noch einmal Diebstahl probieren. Nee, ich möchte üben. Taschendiebstahl? Kannst du mich im Taschendiebstahl ausbilden? Selbstverständlich. So, dann nehmen wir die Anfänge. Anscheinend können wir wirklich nur die Kleinigkeiten hier üben. Ich möchte die Grundlagen festigen. Gut, aber nur gegen Silber. Ja, wir feilschen trotzdem. Ist das nicht etwas viel? Ich hätte ja gesagt 50, aber da hat das letzte Mal schon nicht geklappt. Hier, 53, wie sieht's aus? Ist das genug? Nun, etwas mehr? Und der Handel steht. Das habe ich noch nie gehört, also bin ich sehr weit von der eigentlichen Linie entfernt, glaube ich. Er ist 3 runtergegangen. Wenn ich jetzt 2 hochgehe, müsste es passen. Einverstanden. Perfekt. Hör gut zu. Taschendiebstahl verbessert. Hey, du kannst mir doch bestimmt auch noch das Schlösserknacken beibringen. Üben. Schlösserknacken. Das heißt, du kannst Schlösser knacken. Würdest du mich unterrichten? Selbstverständlich. So, wir nehmen wieder die Anfänger. Gut, aber nur gegen Silber. Okay, wir feilschen nochmal. Ist das nicht etwas viel? Schließlich müssen wir uns auch in der Redekunst üben. So, hier 54, 53. Sind wir uns einig? Nur ein wenig mehr. Und wir kommen ins Geschäft. Na, vielleicht geht's jetzt noch mit 54. Einverstanden. Ah, großartig. Zu. Jetzt sind wir ein Profi-Schlösserknacker. Stimmt, ich wollte noch was anderes. Jetzt hat er ja Geld von mir bekommen. Könntest du mir noch mal ein paar gestohlene Waren abkaufen? Ich habe hier Dinge, die ihren Besitzern abhanden gekommen sind. Aha. Mal sehen, was wir da machen können. Ja, 105. Großartig. Komm, du kriegst altes, gammeliges Hasenvieh. Ich bezahle jetzt schon mal. Ich zahle 40, weil ich dem alten gammligen Hasen anbiete, meinetwegen. Weg ist weg. Ach, nee, halt. Ich hab's gekauft. Oder hätte es gekauft. Alten gammeligen Hasen. Ich wollte ja verkaufen. So, was habe ich hier? Den Kram brauche ich. Pilze brauche ich auch. Genauso wie die ganzen anderen Sachen. Fackel. Ich habe echt die gestohlene Fackel dabei. Und die andere nicht mehr. Ja, aber man sieht schon gleich, er hat bessere Preise. Viel bessere Preise für mich. Er kann sich meine Sachen schon wieder nicht leisten. Ist doch nicht wahr. Doch, den
Hornbogen hier kann er sich leisten, aber den brauche ich, weil ich habe sonst keinen Bogen. Aber die anderen sehen sehr gut aus und ich glaube, da bin ich einfach nicht stark und agil genug dafür, für das Ganze. Ich glaube, ich sollte das erstmal in Erfahrung bringen. So, nein, können wir nicht bedienen. Nein, können wir nicht bedienen. Auch hier scheitern wir. Okay, wir haben einen sehr leichten Bogen, der gar nichts wert ist. Das ist ein Stück Feuerholz. Also, was uns der Herr Bernhard mal gesagt hat beim Bogenschießen, dieser sehr leichte Bogen ist definitiv Feuerholz. Ne? Nichts wert. Den Bogen können wir bedienen, das kriegen wir gerade noch hin, aber den Rest... Rüstung müsste mal reparieren. Das könnten wir auch mal machen, unsere Ausrüstung reparieren. Dieser kleine Pinkel da, dieser Herr Hans von Carpon, hat mir hier ordentlich was kaputt gemacht. Das kann ich nicht reparieren, aber mein Schuhwerk kann ich nochmal reparieren. So. Ich rede mal nochmal mit ihm. Vielleicht kann ich ja doch nochmal was loswerden. Ich habe hier Dinge, die ihren Besitzern abhanden gekommen sind. Aha. Mal sehen, was wir da machen können. Ich rede mit der Tür. Verkaufen wir doch mal. 105 hat er. Der sehr leichte Bogen ist hier noch nicht mal aufgeführt. Ich kann also wirklich nur diese olle Fackel verkaufen. Ja, da feilsche ich noch nicht mehr für. Dankeschön. Tür aufmachen. Therese hat mir die Tür vor der Nase wohl zugeschlagen. So, was wir nicht brauchen, ist ein Bogen, den wir nicht bedienen können. Was wir nicht brauchen, ist ein Schwert, das uns das Diebes Handwerks bezichtigt. Und den Bogen können wir auch nicht gebrauchen. Standhaftigkeit könnten wir tatsächlich nutzen. Und wir haben Wettkampfpfeile im Köcher. Hiervon habe ich nicht genug. Hiervon habe ich nicht genug. Lasse ich einfach mal da. So, sieht doch schon gleich viel besser aus. Wieso habe ich einen gestohlenen Dolch? Lebensmittel behalten wir. Ich könnte meine Bücher hier verstauen. Ich kann sie im Moment ja noch eh nicht lesen. Ich habe Marathon zweimal. Das hätte ich mir mal besser anders überlegt. Schatzkarten behalte ich. Schatzkarten wiegen nichts. Oder so gut wie nichts. Ja, so viel Verbandsmaterial brauchen wir das alles. Ich glaube schon. So, den Rest haben wir erledigt. Damit sind wir nicht mehr ganz so beladen. Und Theresa ist schon wieder weg. Sollen wir noch irgendwas Gescheites machen? Haben wir noch irgendwie Zeit für irgendwas? Jetzt, wo es Abend wird. Wir könnten auch spät in der Nacht losgehen. Das heißt, wir ruhen uns aus und gehen dann spät in der Nacht los, um die Vögel zu finden. Ich glaube, das ist keine schlechte Idee. Dann sind wir am frühen Morgen schon wieder da und können dann ja, zum Vogt gehen. Das war's, was wir noch machen wollten. Wir wollten uns noch beim Vogt melden. So, Energie. Tja, Mitternacht. Mitternacht sind wir wieder voller Energie und Tatendrang. Ja, geht mir auch so. Allerdings dann habe ich den ganzen Tag geschlafen. Und dann bin ich um Mitternacht auf der Nachtschicht. Hallo, Theresa. Oh. Ich habe einen Geist gesehen. Ah, da ist sie ja wieder. Hat sich schnell umgezogen. Um dann hier unten ins Bett zu gehen.
Ist doch nett. Topf gibt's nichts. Sei es drum. Wir gehen Vogel jagen. Wie war das? Welche Aufgabe ist das mit dem Vogel? Ruf der Nachtigall. Ich glaube, den Schatz lassen wir weg. Wir nehmen jetzt erstmal die Nachtigall. Und schleichen dann hier durch die Nacht. Habe ich eigentlich jetzt... Ja, Schwert kann ich wieder wegstecken. Ich habe die letzte Fackel verkauft, die ich hatte. Na gut. Ah, da hinten geht's lang. Schon verlaufen. 3 Meter unterwegs und schon in die falsche Richtung gestartet. Das war doch jetzt die richtige Richtung. Genau, Ruf der Nacht. Ja, passt. Ich müsste jetzt eigentlich mit allem auch ausgerüstet sein, was ich brauche. Ich habe Schwert zum Kämpfen. Ich habe Bogen zum Schießen der Vögel. Nein, Moment, das soll ich ja nicht. Ich habe eine Brücke vor mir. Ah, ich bin bei dem Gerber, beim Nachbarn. Einmal durchs Wasser gestapft. Irgendwann muss ich doch irgendwo eine Straße oder sowas treffen. Jetzt bin ich bei Fischern. Ich renne wieder komplett durch die Gegend. Der wird mich doch nicht ohne Straße in den Wald geschickt haben. Ich hätte vielleicht doch auf Licht warten sollen. Ach, jetzt ist es zu spät. Jetzt bin ich unterwegs. Nochmal zurückrennen für nichts und wieder nichts. Ist mir, glaube ich, zu doof. Und ich habe eine Straße gefunden. Und Heinrich übt den Marathon. Mit einem schönen Sprint. Wir haben einen Bildstock gesehen. Keuch, Hust. Ah, da, lesen. Nathan, Isaac, Ken, Wabis, Bikisi... Christopher M. Campbell und so weiter und so. Ja, lassen wir mal. Ich glaube, ich bin hier richtig. Einfach auf der Straße bleiben. Es kann schon nicht schief gehen. Und ab und zu ein paar kleine Sprints einlegen. Einfach nur aus Übungszwecken. Da wohnt auch jemand. So entdecken wir... die Umgebung von Rattay. Die Welt von Böhmen. Ach, tief in der Nacht. Ja, wir wissen ja, unser Heinrich ist gerne nachts unterwegs. Im Schutze der Dunkelheit. Sieht doch schon mal ganz toll aus. Nest. Nest? Ah, tatsächlich, ein Nest. Was muss ich tun, um da dran zu kommen? Ich glaube, auf dem Pferd sitzen, sonst komme ich da definitiv nicht dran. Ja, kann man die Nester runterschießen? Ich probiere es mal aus. Jetzt will ich es wissen. Nein. Das geht! Ein grünes Osterei. Ich nehm's mit. Das ist ja toll. Man kann echt diese Nester runterschießen. Habt ihr das gewusst? Und man kann Ostereier darin finden. Ja, kurz nach Ostern, also 2 Wochen nach Ostern, ist das Update anscheinend damit belastet worden, dass man da überall Ostereier findet.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es immer so ist, dass man überall vorher auch schon Ostereier gefunden hat. So, ich habe jetzt gerade mal hier diesem Lager. Köhler könnten das sein. Ja, es müssten Köhler sein. Den Köhlern habe ich jetzt gerade mal die Suppe weggegessen. Und ich bin in die falsche Richtung unterwegs. Irgendwie komme ich vom Weg ab. Muss doch irgendwann eine Brücke sein oder sowas. Oh, da, Steine. Das heißt, vielleicht kann ich über die Steine auf die andere Seite des Flusses wechseln. So jetzt Furt oder so. Ja, großartig. War noch nie hier, aber kenne mich schon aus. Ich kann Fische stehlen, ne? Bin ja jetzt nicht so der große Fischfreund. Forelle. Stimmt lecker für Leute, die Forelle mögen. Aber ich sagte ja bereits, bin nicht so der große Fischfreund. Vraniker Wald. Gut ist eigentlich, das, was mir jetzt gerade auffällt, ist gut, dass ich jetzt ein bisschen was an Material weggelegt habe. Wenn ich hier jetzt im Wald bin, gibt es doch bestimmt nochmal den einen oder anderen Hasen, den ich abschießen kann. Und ich bin im Zielgebiet, scheint es mir. Naja, die eigentliche Vogeljagd machen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei und bis dahin, gute Nacht da draußen, was immer ihr sein mögt.